Moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir waren heute auf einem Lost Place und zwar ein Freizeitcenter. Ich habe heute auch unter ein paar Videos und Bilder gemacht. Guckt es euch an und habt viel Spaß mit dem Video. Alter, sieht schon krass aus, Leute. Tür machen wir nicht auf. Wir sind gerade da durchgekommen durch ein Fenster. Gucken jetzt mal. Alter. Leute, guckt euch das an. Moin. Alter. Ey, das ist hier alles. Alles kaputt. Alles. Ja, wollen wir Sicherung anmachen? Nein, Digga. Nee. Kaffee. Kaffee. Kaffee machen? Kaffee, lass uns schön Kaffee machen. Aber Leute, warte mal. Guckt euch das mal an. Hier sind so alte Schuhe, ne? Guckt euch diese Halle an hier. Und vor allem das, was hier ist, das sieht so geil aus. Gucken wir es mal darüber. Alter. Guck mal, die ganzen Schuhe. Was ist das hier? Ach, hier war so eine Go-Kart-Bahn. Ja, Racing. Steht doch da. RC Racing. Ey, da stehen ja die Go-Karts-Auto noch. Ey, hier ist ein Keller. Traust du dich? Ach, oben, weißt du. Ah, ich glaube, da kommen wir später noch rein. Da gibt's noch so eine Bowlingbahn drüber. Also Leute, wir sind hier gerade in einer... Das ist hier wahrscheinlich eine Racingbahn gewesen, mit solchen kleinen Mini-Autos. Ich habe auch gerade eine Zeitschrift gefunden und da sieht man auch ein paar Bilder. Und das von allem möglichen Scheiß. Hier ein paar Autos und so. Ja, das war wohl meine Racingbahn hier, ne? Alter, hier Leute, ist die Bowlingbahn. Boah, sieht schon krass aus, ne? Aha. Oh, guck mal, da hinten, das sind sogar die Maschinen, die die Dinger hochziehen, mit den Gewichten. Mhm. Oh, wie geil. Das ist wahrscheinlich von da irgendwo. Ja, da hinten ist gleich eine Tür. Da gucken wir mal lang, Leute. Also. Hier war wohl mal der Eingangbereich. Lagerraum hier. Wir sind leider nicht alleine. Alter. Da liegt ein Weihnachtsmann. Ho, ho, ho. Alter. Wir sind einfach... Hier liegen ein paar Gläser. Martini-Glas. Martini-Glas. Du willst noch... Was ist denn mit einem Martini-Glas? Willst du nicht Martini-Glas? Die Decke. Da oben sind die Bildschirme. Aha. Einer ist schon eingeschlagen. Da hinten, die hängen da schon runter. Irgendwelche weißes Pulver, ich will nicht wissen, was das ist. Hier waren die Knöpfe. Ja, hier durfte man mit den Straßenschuhen eigentlich gar nicht rauf, ne? Hier ist Asbest, da müssen wir aufpassen jetzt also. Asbest oder was das gelbe ist. Lauter Batterien. Und das ist die Halle. Wir marschieren jetzt hier. Alter, der ist die Decke runterkommen. Oh. Die Tür geht wahrscheinlich nach außen. Alter, die randalieren aber da hinten ganz schön. Junge. Und hier sind diese Maschinen. Waren wahrscheinlich mehr mit einem Seil verbunden. Und die Dinger sind hier hoch, haben sie aufgestellt. So, die anderen Teenager, die gerade hier randaliert haben, sind jetzt zum Glück weg, hoffe ich mal. Aber sieht, Leute, ich meine, zieht euch das mal rein, wie groß das einfach ist.
Hier, die ganze Toilette, die ganze Waschbecken, ne? Bah, ist alles vollgepisst da. Hier. Scheiße, ich habe gerade den Spiegel gezeigt. Hier alles kaputtgeschlagen, Leute. Ganze Waschbecken kaputtgeschlagen. Hier alles vollgepisst. Ich hab mal auf den Boden geschissen, Alter. Geh hier raus, Junge. Boah, heftig. Ja. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier hoch und dann sehen wir uns wieder. Leute, wir haben hier gerade eine Spritze gefunden. Wir gehen jetzt in den Keller rein. Was denn? Alter, hier wird's aber kalt, ne? Oh ja, hier müssen wir Maske anziehen, das sehe ich jetzt schon. Hast du schon mal gesehen? Asbest. Jede Menge Asbest. Da hinten, Leute. Das Gelbe, ich glaube, das ist Asbest, wie es heißt. Auf jeden Fall jetzt Maske auf. Dämmschaum, Asbest, ich habe keine Ahnung. Ich dachte, ist das nicht dasselbe? Alter. Eine Kammer für den Hausmeister. Ja. Hier sind ganz viele Stühle. Lagerbereich. Ja, das ist neu eingebaut worden, ja. Handschuhe. Ja, es soll es frisch renoviert geworden sein. Aber dennoch aufgegeben, ne? Ja? Geht's da hinten weiter? Oh, guck mal! Erde, jede Menge Erde. Oh, das sind, da hab ich gerade vorher aufgezeigt. Oh mein Gott! Ich weiß, was das ist. Nein! Da konnten wahrscheinlich kleine Kinder mit einem Traktor oder Radler dann hier drauf fahren, so fern. So fern dir gedingst. Wie geil, guck mal, hier sind die Straßen. Tatsächlich. Da, ein Panzer, ein Mini-Panzer. Da sind ein paar Pillen. Die schlucken wir aber nicht, weil es sind ein paar viele. Ich weiß auch nicht. Ja, ganz viel. Aber überall liegen die Packungen herum, ne? Oh, scheiße, kein Modelldinger, wir sind. Bügeleisen ist da hinten noch. Oh, ist das geil. Hier scheint es rauszugehen, ja, Notausgang. Na gut, hier ein paar. Ja? Ja? Oh, denke ich auch. Ich rieche nichts, ich habe die Maske auf. Ich habe Maske auf. Tja. Schon krass, ey. Es ist einfach krass. Aber es sieht einfach unwerfend geil aus. Also ich weiß nicht. Früher, ich habe mir viele Videos geguckt, ne, und ich wollte auch immer auf so einen Teil spielen, weil ich stelle mir das so geil vor, ne? Aber das Ding ist, das ist alles gar nicht so viel Sand. Das ist alles Gestein oder so. Ja gut, obwohl, es ist schon ein bisschen lockeres. Ja, das ist... Cool. Abstecken. Bügeleisen. Immer. Immer. Bügeleisen ist gut zu gebrauchen. Geil. Ganz leise. Feuerlöscher, ob der funktioniert. Ich will es nicht ausprobieren. Alter. Ey, guck mal über dir. Das kann sein, weil es auch schwarz ist. Oder wir wollten, dass wir es im Disco noch aufbauen, das kann auch sein.
Jetzt raus. Ah, sieht schon ganz viele, Stühle, Stuhlgestell, eher besser gesagt. Ja, es kann sein. Die Küche. Oh, stimmt, oben sind ja noch Küchen, wo wir herkamen. Aber wollten wir weggehen, was halt so nah an der Straße war. Aber jetzt haben wir eigentlich so gut wie alles rangeschaut. Jetzt geht es nur noch weiter mit den Küchen und so. Oh mein Gott, ich hoffe, da ist ein Kühlschrank. Ich hoffe, da ist ein Kühlschrank, ey. So Leute, wir waren noch mal oben in der Küche. Leider war da nicht so viel. Ich habe jetzt hier im Hintergrund ein Bild eingeblendet. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst es mich gerne wissen mit einem Like und Abo. Würde mich wirklich sehr, sehr dolle freuen. Es werden wahrscheinlich noch ein paar mehr Lost Place Videos kommen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommt gerne mal in den Discord-Server rein. Haut rein, Leute, und ciao.